Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Mario Kart Wii. Wir machen weiter auf unserem Spielstand vom letzten Mal. Ob man hört, mir ist damit gerade ein bisschen unsicher. Machen weiter im Einspielermodus und machen, ja, wie gesagt, weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten, nämlich bei Grand Prix. Vom DXCCM, wir sind immer noch bei No Cards, nehmen diesmal Mario, habe es mir gedacht, nehmen, was ist, ich brauche eins, was guten Handling ist, nehmen wir mal das hier, und heute probieren wir definitiv mal Automatik, nachdem manuell es jetzt zwar nicht so gut geklappt hat. So, den Pilzkap hatten wir bereits gemacht, heute geht es weiter mit den, oh, hier sind also richtig ätzende Strecken, hilft nichts. Heute machen wir den Panzer Cup und den nächsten Part dann Blumen Cup und dann den. Also hier sind. Na gut, eigentlich sind nur die Marios. Ne, warte mal, das ist glaube ich gar nicht mal so slim hier. Wir werden sehen, wie es wird. Weil ich dachte davon anzukennen, aber ich glaube, die habe ich gerade übelst miteinander verwechselt. Also vielleicht doch alles nicht so slim. Ui, die sieht da ganz nice aus hier. Also wir fahren, machen jetzt den Panzer Cup. 50 CCM und das ist unser erstes Rennen. So, so langsam kommen wir in den ganzen Spaß-Setup, sag ich auch rein. Also, driftet wird irgendwie automatisch. Sehe ich eigentlich nicht, dass hier wirklich gedriftet wird, aber okay. Ich glaube, dass du das nächste Mal wieder umstellen, weil ich so ein selbst driften will. Das war es einfach nur aus dem Testen, um zu sehen, ob es generell funktioniert. Und ich dachte, das wäre irgendwie eine Abkürzung. Ja, lol. Was ist denn das für ein Riesen-Item hier, Alter? Legendär. Da kann man ja über alles hier so rüberrollen, Alter. Das macht so. Das ist ja cool. So, man erlebt doch immer wieder Neues hier in dem Spiel, was man einfach noch null kennt. Das ist Super Mario Sunshine Art gemacht, die Strecke. Die ist sehr schön, die gefällt mir. Und die ist neu, weil ich habe an Vita bis jetzt ein paar Mal Freunden gespielt und kann mich halt null an irgendwelche Strecken mehr erinnern. Deshalb ist die Strecke von mir einfach gesagt neu. Aber die sieht halt richtig cool aus. Und da habe ich jetzt kein Item gesnappt, das ärgert mich. So, Alter, wie weit vorne bin ich denn hier gerade? What the fuck? Also, es gibt manche Strecken, die sind total einfach und manche, die sind wiederum total schwer. Und dann gibt es auch noch Strecken. Oh, die Dinger gehen ja richtig auf einen hier. Ja, jetzt kommen die auch noch hier und auch noch ein paar. Das ist neu, dass die Dinger richtig auf einen gehen, Alter. Das macht einen richtigen Probleme. Und vor allem macht es mal einen tollen Vorsprung weg. Den heißt das jetzt wieder einzuholen. Also, das mit den Driften Automatik natürlich ist angenehmer, weil man da weniger zu tun hat. Aber auf der anderen Seite merke ich nichts davon. Ich merke nichts davon. Was das wiederum sehr kurios macht, dieses Automatik-Driften hier, was hier angeblich funktioniert. Ich sag's euch, Leute, ich sag kuriose Geschichte. Ja, wie oft soll ich dann hier noch abgeschossen werden? Ich glaube, hier hackt's. Aber ganz schön Gewalt. Eieieiei. Und hopp doch erstmal gegen die Palme. Ja, als ob. Als ob der Abgrund ist. Ja, genau. Ja, hier, dieser Schwanerei. Wo soll ich das denn wissen? Das könnte mir so verhängnis werden, allerdings auf die kurze Strecke eher höchst unwahrscheinlich. Und joa, bin zum Erster geworden. Das ist doch angenehm. Geht doch hier, ne? Ist ja eigentlich alles gar nicht so kompliziert. So. Mark hat Visa auch nice. Ich glaube, das wollte ich mir erst, weil das macht es Spaß. Werde es sehen, wenn ich das Blatt durch habe, ob ich mir das dann tatsächlich auch so nochmal kaufe. Weil das hier ist ja ausgeliehen. Mann, oh Gott, vom Freund. Und die Teil hier kann ich vom DS tatsächlich noch nicht tracken. Erinnert mich dran, wie ich sie damals auf dem DS Let's Played habe. Den DS habe ich damals auch gespielt. Und habe es irgendwann auch Let's Played tatsächlich, aber war nicht so krass Kindheit wie Mario Kart. 7, Mario Kart 7 hat richtig meine Kindheit. Mario Kart Wii ist halt komplett an mir vorbeigegangen. Und da kam halt Mario Kart 8. War auch nochmal Kindheit, aber erst so spätere Kindheit.
Und ich hätte mal einen behalten wollen, dann wäre das nicht passiert. Ich weiß bis heute nicht, wie das funktioniert hier auf der Wii. Ist halt mit den Items behalten. Das muss ich mir erst nochmal durchlesen. Mark hat DS, bin ich nicht ganz so zufrieden mit dem Display, vor allem weil es auch so wirklich nicht halt her ist. Das hat mir dann war das 2016 oder 17 Let's Play, eher 2016 glaube ich. Werde ich definitiv, wird definitiv nur loaded kommen, aber halt erst wenn es alle Let's Plays durch habe. Also voraus, alle Mario Kart Teile durch habe, einfach raus dann bis 2020. Nehme ich mir ganz grob gesagt vor, für ein Reloaded von dem Spaß. Und dann mal sehen, weil ich habe aus dem letzten Part aufgelistet, dass manchmal viele Teile fehlen. Ja, weil Mario Kart DS ist eins von wenigen Let's Plays und das war wirklich aus 2016, aus, mit dem ich nicht wirklich zufrieden bin. Es gibt auch andere, die einfach qualitativ noch nicht so toll waren, auch mal Mario Kart 8 Deluxe Let's Play online gegen, aber vor allem der Story Mode hatte FPS-Lags des Todes und es lag mich tot, also war nicht wirklich gerade toll. Leider ist ich ja eigentlich jetzt erst seit wirklich einem halben Jahr, das ist mit der Qualität, die ich mache, selbst sage, dass ich einigermaßen zufrieden bin, jetzt bei einem Mikrofon das wirklich sagen kann, mit dem, was ich mache, bin ich zufrieden mit und stehe dazu und sage, das ist toll. Das war noch nicht lange so. Und deshalb, ja, es sind zwar jetzt ab 2019, nehme ich mir vor, die Displays, die ich ab jetzt mache, die sind hochwertig. Die sind toll, die wollt ihr sehen. Und alles, was jetzt vor 2019 kam, die ersten drei Jahre, war so, meh. Also das ging, hätte besser gehen können. Also es wird viele von den Projekten als Loaded geben. Also die ersten wirklich guten, wo im Let's Play Projekt war, meiner Meinung nach, den Channel jetzt Captain Toad und Donkey Kong. Das waren so die guten Projekte bis jetzt hier auf dem Channel. Beim Rest, größtenteils, bin ich eher nicht so zufrieden. Aber wie gesagt, keine Angst, da wir jetzt dieses Jahr auch Reloaded geben. Smash Bros. Geht halt auch weiter, sobald ein Kumpel von mir, der Chris, der macht das mit mir, sobald er Zeit hat. Das ist ein bisschen unglücklich jetzt gelaufen, aber da werden auch die nächsten Tage wieder neue Parte. Oh Gott, hier geht's ja gar nicht weiter. Was ist denn das denn für eine Scheiße? Hä? Ich kenne die Strecke hier null. Da kommt auch eine neue Parte dann. Und da muss man sehen, aber ja, wie sich das alles entwickelt. Aber generell 2019 wird cool werden. Und dies mit dem, dass dann keine Parte da sind, wird es nicht mehr geben, weil ab jetzt Together Let's Play Projekte wirklich erst dann hochgeladen werden, wenn genügend Folgen auf Vorrat sind, dass es ohne irgendwelche Aussetzer kommen kann. Bei Smash Bros. Gab es jetzt leider Aussetzer, wird es in Zukunft nicht mehr geben. So ist es, dass der professioneller und besser handelt, dass dies eben nicht nochmal passiert. Und dieses Date ist eine von meinen Hass-Dates, da bin ich erst froh, dass die verdammte mal nicht irgendwo weiter geschafft hat. Also sorry, aber dieses Date kann ich überhaupt nicht abhaben. Aber die ist echt schlimm. Zumal ich wirklich erst mal erstes Mal, dass die Stats des Spiels ist alles kritisch. Ach, jetzt bin ich noch mal ein eigenes Item reingefahren. Meine Dummheit ist aber auch dumm. Ja, perfekt, ich stolz vor allem. Ja, genau, natürlich geht man zwei Stachy, nicht Stachy, sondern mein roter Panzer hier am allen Kack vorbei. Boah, war nicht knapp, dass mich das jetzt nicht runtergehauen hat. Digga. Das war so scheiße knapp. Puh, bin trotzdem Esser geworden, Alter. Hätte ich nicht gedacht. Legendär. Legendär. Ui, lege ich ganz weit vorne. Das krasse, da konnte ich jetzt wirklich theoretisch sogar auf irgendwie Vorverletzter werden, wurde was halt immer noch Erster werden, so gefühlt. Was haben wir? Letztes Rennen. Okay, mal das Rennpiste. Ja, nee, da Captain doch willkommen, bis auf die eine Stage hier mit den Geistern. Marius Rennpisten mag es ganz gern, das alles. Die gab es auch späteren Teil noch mit der Musik. Salala. Also das gab es zumindest auch so auf Mario Kart 8, gab es auch mit demselben Soundtrack. Sogar mit genau demselben Soundtrack, da fühlt man es halt übelst wie in Mario Kart 8, Alter. Vom Soundtrack her. Von der Grafik nicht unbedingt, aber vom Soundtrack her aufs Übelste. So, auf jeden Fall war es ja gerade dabei richtig mit den Let's Play-Projekten. Das ist gerade bei Together Let's Play-Projekten, dass du hart haben möchtest, dass dann wirklich
die Folgen es so kommen, dass es funktioniert. Also das ist halt dann wirklich so viele Voraufnehmen, dass es das ausgeht und bis dann in einem absehbaren Zeitraum wieder mit der Person treffe, mit der ich das Together Projekt mache, um Nachschub zu produzieren, dass ihr quasi nicht länger warten müsst auf die Folgen. Ist ja auch, denke ich mal, verständlich und sinnvoll. Ich will den Let's Play übrigens mal andere Fahrer durchspielen. Also ich werde jeden Party einen anderen Fahrer nehmen, so bis ich, keine Ahnung, optimalsten alle durch habe, aber da weiß ich nicht, ob es das so ausgeht. Aber ob das jetzt wirklich ins Halten mit diesem, ob das jetzt manuell oder ob das jetzt hier manuell oder Elektronik ist, da blicke ich noch nicht ganz. LOL! Alle, die Bananen ist einfach auf der Mauer gelandet. LUL. Also da blicke ich halt noch nicht durch mit dem Fahren, mit dem ob elektronisch oder manuell, was da besser ist irgendwie. Also einfacher als so ein manuell, aber das ist halt vielleicht auch nicht so das angenehmste. Jawohl! Das räumt easy going fast alle weg. Und das macht dann wieder die Gelegenheit, mich zum ersten zu machen. Was die ja mit Dings da unten kann man nach unten losgehen lassen. Die Oma hat das da hinten losgehen lassen. Das ist mir neu, dass das geht. Ich glaube, das geht an in späteren Teilen nicht mehr. Und wunderbar, es wird hier. Oh Gott, gibt es eine Runde? Ich dachte, das wäre die letzte Runde. Schieß! Da war das erst die zweite Runde, ist voll Depp. Eieiei, ey, sowas darf mir nicht passieren, ey. Aber ab und zu passiert, das ist einfach komplett eine Runde vergessen. Digga, dieser Powerblock, der macht halt irgendwie. Das war kein übelstes Luck hier. Das ist hier so gut davon gekommen, Alter. Nicht selbstverständlich. Und jetzt, sag mal, wie viel erster Bomben kommen denn hier eigentlich noch? Kann mir das mal irgendwer erklären? Ich weiß es nicht. Boah, offensichtlich viele. Ey, das Spiel, sagen viele Leute, ist übelstes Betrugsspiel. Wo sehr viele rote Panzer kommen, sehr viele Blitze kommen. Blitze kann man bis jetzt in diesem LP, glaube ich, einmal erst oder so, noch gar nicht oft. So viel wollt ihr ja. Digga, das ist doch kein Zufall. Genau, wenn man gerade von Blitzen redet, kommt einfach so ein fucking Blitz darunter. Digga, das ist kein Zufall. Bruder, muss los! Aber ganz, ganz dringend, das ist doch kein Zufall, Alter. Ja, es ist Illuminaten-confirmed. Die muss so los, Bruder, wirklich. Oh mein Gott, wieder einmal wirklich gerade dieser Blitz kam, genau in dem Moment, wie wir davon gesprochen haben. Ey, das ist doch kein Zufall, das ist mein No-Soak. So. Ja, Leute, ne? Wie wir jetzt da sehen werden, werden wir sehen, dass ich Erster bin. War ja auch nicht schwer bei, ich fahre in allen Rätseln, bin allen Erster, also. Vom 6-7 ist dann vielleicht doch ein bisschen so einfach, mal sehen. Also, eventuell tue ich den 150er Hubraum auch noch Let's Playen. Und ja, ist mal wirklich 150er, weil ein 100er, der ist ein Mittel, der ist entweder total leicht und total schwer oder Mittel. Und niemals total leicht und je nachdem, wie viel Bock ich dann nachher noch auf dieses Game habe, mache ich dann nachher eventuell den 150er CCM-Raum. Mal sehen. So, Glückwunsch. Jawohl, Rang B. 80 Punkte, das ist, glaube ich, das krasseste, was geht. Das ist krass. So, und damit bedanke ich mich dann ganz herzlich beim Zuschauen und Upsalala von dem Part von Mario Kart 8 Deluxe. Im nächsten Part geht's weiter, liebe Leute, mit dem nächsten Cup. Macht's gut, bis dahin und ciao. Und ich meine natürlich Mario Kart Wii.